Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Powerwash Simulator. Wir hatten ja in letzter Zeit oder in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wegen Auswirkungen, Corona, Nachwirkungen. Na gut, Nachwirkungen jetzt von Corona direkt zu nicht. Aber eben halt dieses ganze Desinfizieren, dass mehr Leute immer mehr krank werden, etc. pp. Und dass das ganz besonders für die Kinder schlimm war. Aber jetzt möchte ich gerne nochmal auf ein anderes Thema zurück, was mir gerade nicht mehr einfällt. Ich hatte es gerade eben noch im Kopf. Ist wieder weg. Verschwollen. Unweit meines Gehirnes. Wenn da überhaupt noch was drin ist. Ich bin ja so spielsüchtig. Also nicht wirklich spielsüchtig. Aber das ist einfach, ich muss auch nur viel aufnehmen. Viel machen und tun. In letzter Zeit sehr viel am Computer gesessen, sehr wenig Schlaf gekriegt. Auch wegen privaten Gründen. Dass man deswegen. Oh, okay. Das ist so ein kleiner Tony Hawk hier. Ein ganz kleiner Tony Hawk. Ohne Skateboard. Tony Hawk ohne Skateboard. Das finde ich gut. Kommen wir da auch noch ran? Oh, ein bisschen was kriegen wir davon weg. Ja, das Thema ist verschollen. Mal gut, wir können jetzt wieder über den Weltraum sprechen. Ei! Untergefallen, toll. Richtig schön Tür zu, man hört den Fernseher. Hase. Chill doch mal. Ja. Muss das sein? Danke. Jetzt hat er Licht angelassen. Chill doch mal. Wunderschön. Wunderschön. So. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich war. Es kommt immer, weil jeder immer hier drin stört. Jeder kommt immer reingetigert. So, jetzt wieder. Ja, ich weiß das Thema nicht mehr. Ist mir entfallen. Ist weg. Das Gehirn raus. Rausgebrannt. Irgendjemand. Ah! Ich hasse diese Schräge. Mann. So. Jetzt aber. Die oben drauf sauber gemacht. Ein bisschen hier die Seite. Wo war das andere Seite? Das war andere Seite. Können wir da eigentlich rüberspringen? Oh, da ist auch noch. Ja, hier oben drauf muss auch noch sauber gemacht werden. Aber ich glaube nicht, dass wir da hochspringen können, oder? Sind wir ein kleines Spider-Man? Nö. Wir sind kein kleines Spider-Man. Das wird das Quietschen der Schuhe. Können wir? Ja, Jesus. Wir sind Iron Man, du. Oder Superman. Okay, das haben wir nicht geschafft. Können wir da irgendwie auf. Wir können so hoch wie die Ecke springen, ja, aber wir kommen da so nicht hoch. Ja, aber. Ein Ball. Da kann man damit spielen oder wie oder was? Hier sind Augen. Es sind doch keine Augen. Es sind Deko. Es sind Augen. Komische Zeichen. Es sind Aliens. Mann. Ja, siehst du. Nice. So. Obwohl, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Das reicht eigentlich vollkommen aus. So. Ich weiß wirklich das Thema nicht mehr. Mann.
Das Universum, ja, könnte man sprechen. Da kommt aber wahrscheinlich dieses Jahr noch was, was ich gerne machen möchte. Das möchte ich aber noch nicht verraten. Noch nicht, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall schon älter, das kann man schon mal sagen. Das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber dafür muss das Essen ein Angebot sein. Sonst ist schwierig. Ich weiß nicht mehr, wo ich reden wollte. Das stört mich jetzt so dermaßen, dass ich nicht weiterkomme. Hatte ich jetzt eigentlich neue Folge angefangen? Total verpeilt heute. Ich meine, das bin ich öfters mal, aber heute ist gerade extrem schlimm. Heute ist extrem schlimm. Sauber machen lohnt sich. Hui. Wow, der kann aber echt weit spritzen. Ja, das ist Maximum. Dann, wow. Okay. Schön, dass wir das auch mal getestet haben. Schon so mit sauber machen. Okay, ist das so, dass man das wirklich abstützen muss? Ich meine, das ist jetzt ja nun keine Wand, wo die Skateboarder so gegenhauen, oder? Ist jemand von euch Skateboarder? Skater? Skateboarder? Skater? Skater. So heißt es. Dass man sagt, okay, man braucht diese Stützen da unbedingt. Oder ist das einfach nur so spieletechnisch? Spieletechnisch. Was ist das denn für ein Wort? Spieletechnisch. So, technisch. Ja. Du mich auch. Ach ja. So. Spieletechnisch. Komm jetzt irgendwie nicht drüber hinweg. Ah. Okay. Ja, da im Moment befasse ich mich jetzt sowieso ein bisschen mehr mit dem Universum und sowas alles. Ich meine, ich finde das sowieso ja generell interessant, wie man wahrscheinlich schon in einigen Let's Plays weggekriegt hat von mir. Dass ich da. Ich weiß darüber nicht viel. Also, ne? Ich bin kein Astrophysiker. Nimmt man das so? Ja. So bin ich auf jeden Fall nicht. Aber so ein bisschen was weiß man denn ja auch schon, weil man denn auch ein bisschen was mitkriegt und YouTube und das und das ist dann wieder neu gekommen und dies und das. Und das haben sie jetzt rausgefunden. Und der Urknall soll ja gar nicht so gewesen sein, wie sie sich das gedacht haben. Etc. pp. Ich meine, das sind ja alles nur Theorien eigentlich, wenn man es so ganz genau nimmt, weil das ist ja alles nur Berechnungen und Theorien, die sein könnten. Es ist ja nicht wirklich was bestätigt, es sei denn, rechnet jemand nach. Darüber kann man denken, was man denke ich. Möchte, will, tun, kann, sein. Ne? Und das dann alles im Endeffekt so stimmt. Irgendjemand hat das dann ja nachgerechnet und dann, aber die haben keine Proben auf die Erde geholt und gesagt, okay, den Asteroiden ist jetzt ganz viel Eisen drin, holt ihn mal hierher, wir könnten das Eisen gut gebrauchen. Oder sowas. Oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Methan. Ausgebrannten Kometen. Wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber egal. Wenn es sowas gibt, ja. Ja, ich meine, klar, es ist logisch. Ich meine, so ein Komet, der so einen Schweif hinten dran hat, das sind ja Sachen, die verbrannt werden. Wasserstoff, der eben halt von der Sonne verglüht, weil er eben halt Richtung Sonne unterwegs ist.
Oder von der Sonne weg. Er fliegt ja von der Sonne weg und dann hat er, müsste er den Schweif ja eigentlich Richtung Sonne haben. Also sprich, vorne weg. Das ist ja nur das, was da gerade so verglüht. Ne? Und dass irgendwann da die Materialien verbrannt sind. Was weiß ich, was da dann alles drauf ist. Ich nehme an, dass das dann irgendwie Wasserstoff ist. Oder irgendwelche brennbaren Gase, die vielleicht vorher eingefroren waren und dann eben halt sich dementsprechend auflösen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich weiß nicht. Ist natürlich, ist logisch. Kann man, denke ich, nachvollziehen, dass das funktioniert. Oder dass das dann eben halt so sein kann, dass der ausgebrannt ist, dass aus einem, ich weiß gar nicht, was jetzt ein Bruder, ich meine, ich kenne den Unterschied ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie was heißt. Ein Meteorit oder ein Komet. Ein Komet ist halt, glaube ich, das mit den Schweifen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich glaube, das ist denn dann. Also wird ein Komet denn eigentlich zum Asteroiden? Oder nicht? Wenn er denn ausgebrannt ist, weil dann ist da ja nichts mehr hinten dran. Oder nimmt man das Asteroid, wenn er auf die Erde stürzt? Ist das denn? Das ist eigentlich ein Meteorit, oder? Naja. Im Endeffekt ist es ja auch egal. Oh. Fußabdrücke. Naja, ach, sowas haben sie denn eben halt gefunden. Und dieses James-Webb-Teleskop, was sie da denn. Ich hoffe, das war jetzt auch das Richtige. Was sie da denn ins Ei reingeschossen haben, was sie denn alle für tolle Bilder gemacht haben. Ich meine, natürlich muss das alles nachgearbeitet werden. Ich wollte ja gar nicht so über das Universum sprechen. Irgendwie komme ich da immer wieder hin. Weiß auch nicht warum. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was sie denn für Bilder gemacht haben. Das müsste natürlich noch alles nachgearbeitet werden mit dem Computer. Dementsprechend. Sonst sieht man darauf. Naja, für unsere Verhältnisse relativ viel. Weil es ist ja nun. Es ist ja nichts mehr dazwischen. Das Ding ist ja schon Weltall. Also kein. Nichts, was wirklich auffällt. Sagen wir so. Das finde ich dann eben halt so interessant. So, wie sie denn die ganzen Sterne beobachten können. Die können die ganze Zeit Galaxien beobachten, wie sie denn entstehen und was weiß ich nicht mehr alles. Und das ging ja früher so, ja, ich würde es nicht schlecht sagen, aber wenn du denn die Bilder vergleichst, was das eine Teleskop kann oder die vielen Teleskope, die es ja jetzt mittlerweile gibt, das sind ja mittlerweile viele, sagen wir viele. Das ist schon echt eine Menge. Und ich finde es auch sehr interessant, dass die ganze Zeit Radiowellen ausgesendet werden, von wegen, huhu, wir wohnen da und da. Ihr könnt es ja mal besuchen kommen oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht genau, was sie da jetzt so drin stehen haben, aber wir sagen denen einfach nur Hi. So, wir winken. Wir stehen auf Erde und winken. Ob das wirklich gut ist, wage ich ja zu bezweifeln. Nein, sind das so Vollidioten wie wir? Ja, verdammt schmutzigen Beiwagen, kannst du den mal einsch kannst du uns einschieben? Okay. Ob das wirklich so gut ist, dass man die so die ganze Zeit sendet und jeder weiß irgendwie, wo wir uns befinden. Vielleicht sind diese Welten ja nicht nett. So, wir sind ja auch nicht gerade wirklich nett. Also wenn die unser Fernsehprogramm sehen würden, was weiß ich was, die gucken sich da erstmal Resident Evil an, die denken doch, dass wir verseucht sind. Die sehen das. Gucken sich die anderen Schaltwellen an, also was so im Fernsehen und sowas läuft, gucken sich das an und denken so, heilige Scheiße, den Planeten besuchen wir auf keinen Fall. Oder keine Ahnung, gucken sich Verbotene Liebe erstmal an. Die 40 Millionen Staffeln, die es da gibt. Oder Lindenstraße oder so, der Bergdoktor, der Traumschiff. Ah, der gute alte Traumschiff.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oder gucken Sie erstmal RTL an. So, dieses, keine Ahnung, Hartz-IV-TV. Ich meine, da läuft schon sehr viel Scheiße. Im Fernsehen und in der Welt. Und wird da. Und das wird alles hochgepusht. Und. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut ist. Die sehen das ja und denken sich, nö. Nö. Und ich weiß gar nicht, wie er heißt. LP Indie? Ich glaube, er heißt LP Indie. Den gucke ich im Moment immer. Keine Werbung für ihn. Ich mag ihn einfach. Ich mag seinen Humor und so wie er erklärt, da verstehe ich das auch. Einigermaßen. Ein paar Sachen jetzt noch nicht, aber ich bin da ja auch nicht so bewandert drin. Ne? Ich mag das Universum, aber ich setze mich jetzt nicht den ganzen Tag damit auseinander. So nicht. Ne? Also. Und ich mag seine Let's Plays oder Info-Videos oder wie man es auch immer in Endeffekt schimpfen mag, mag ich sehr gerne. Also die gucke ich im Moment nur. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch immer auf das Thema zurück. So ungefähr. Ja, denn ich fand seine Theorie eben halt auch geil, wenn wir die ganze Zeit die Radiowellen da raussenden und da schickt uns einer was zurück. So, puh. Hier sind wir auch, ne? Und jetzt jede Nation für sich entscheidet, okay, wir wollen gerne mit diesen Außerirdischen sprechen oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise kommunizieren, wie auch immer man das nennen möchte, was man denn da macht. Oder schreiben oder Radiowellen hin und her senden und die dann einfach sagen, ja, du sprich nicht mit der USA, die USA ist doof, sprich mit uns als Beispiel. Und China kommt dann an, nee. Spricht nicht mit Kanada oder Deutschland oder schlag mich tot, sprecht mit uns. Und das macht dann so jede Nation für sich. Und die denken doch auch, die sind doch nicht mehr ganz dicht in der Binne. Was haben wir getan? Herr Jesus, schnell Rückzieher machen. Aber jetzt wissen sie ja, wo wir sind. Oh, irgendwie 200 Lichtjahre von uns entfernt oder sowas, keine Ahnung. Jetzt mal als Beispiel. Ich habe keine Ahnung, ob 200 nicht die Entfernung irgendetwas liegen könnte, was irgendwie auch nur Aliens ansatzweise beinhalten könnten oder darauf entstehen könnten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So mit den ganzen Entfernungen, sowas alles. Das ist ja sowieso immer alles ein bisschen schwierig. Ein bisschen zumindest. Weil es ab einem bestimmten Radius, dann muss man ja auch noch die Ausweitung des Universums mit reinrechnen. Also ich hatte ja schon mal erklärt, dass man kann ja nur die Vergangenheit des Universums sehen. Also sprich, solange wie das Licht Lichtjahre zu uns hin braucht. Ist es zum Beispiel 100 Lichtjahre oder 1000 Lichtjahre entfernt? Sagen wir jetzt mal, ist 1000 Lichtjahre entfernt, dann dauert das, bis das Licht bei uns ist, 1000 Jahre. Also das heißt, wir sehen nur die Vergangenheit von diesem Planeten, von diesen Sternen, weil wir sehen ja im Moment, sehen wir ja eigentlich nur das, was leuchtet und was sich davor hin und her bewegt, weil das wirft Schatten. Das sehen wir eigentlich nur. Mit dem Webb-Teleskop könnte das vielleicht auch noch anders werden? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe da jetzt ein paar Bilder von gesehen, aber die sind ja auch alle nachgearbeitet. Ob man da jetzt so wirklich ganz gezielt nach Planeten suchen kann, weiß ich jetzt noch nicht. So weit bin ich noch nicht da gekommen. Aber ich nehme es mal stark an, dass man den Planeten direkt auch untersuchen kann, die man denn schon entdeckt hat, ne? Davon gehen wir dann mal stark aus, sonst wird es ja auch schwierig. Ja, dann müsste man mal sehen. Ja, und die denken sich dann eben halt, oh Scheiße, ja. Was für Vollidioten haben wir da bloß angeschrieben? Was haben wir getan? Naja, nochmal auf das Thema. Ja, 1000 von Lichtjahren entfernt, also sehen wir 1000 Jahre die Vergangenheit von diesem Planeten. Wir sehen also nicht die Zukunft, nicht die Gegenwart, sondern nur tatsächlich die Vergangenheit.
Und das Universum ist sehr groß, das Universum dehnt sich also dementsprechend auch aus. Ich denke mal, das wissen wir alle. Das müssen wir nicht unbedingt großartig bewandert sein, um das zu wissen. Ich denke mal, das gehört mit zum allgemeinen Wissen mit dazu, nehme ich mal stark an. Zumindest zu meinem allgemeinen Wissen, was nicht gerade groß ist. Muss es auch nicht sein. Aber ab so einem gewissen Grad, ich weiß jetzt nicht, wo der gerade anfängt, aber so 1000 Lichtjahre gehen wohl noch. Da muss man das wohl nicht mehr mit einrechnen. Da ist das roundabout. 1000 Lichtjahre sind dann wohl 1000 Jahre. Ungefähr. Ne? Aber denn, wenn das so 32 Millionen Lichtjahre sind, dann wird das schon schwierig zu sagen, roundabout 32 Millionen Lichtjahre. Ich meine, klar. Wir brauchen jetzt nun keine Millimeterangaben. Ja. Das wollen wir jetzt nicht. Wir sind ja immer noch. Ja. Roundabout trifft es da wahrscheinlich einfach nur nicht. Aber man kann dann einfach sagen, okay, es sind eben halt Lichtjahre, eben halt jetzt nicht genaue Messangaben dazu machen. Kann man das wohl sagen. Aber man sollte das im Hinterkopf behalten, dass das denn nicht ganz so stimmt, dass man das dann eben halt mit einberechnen muss, wenn man dann eben halt genauere Angaben haben möchte. Aber da müsste man sich dann genau mit der Materie beschaffen und das müsste man sich dann direkt ausrechnen, wie weit sich das Universum dann ausbreitet, was wir eigentlich nicht genau sagen können, weil wir auch nicht wissen, wie groß das Universum ist. Unser Universum ist ja so und so viele Millionen Jahre alt. Oder Milliarden, Milliarden Jahre alt. Und die äußeren Welten, die äußeren, ja, Galaxien, die da sind, die können ihr Licht noch gar nicht zu uns hinwerfen. Also sehen wir das Äußere doch gar nicht. Weil wir einfach nur nicht so weit in der Zeit fortgeschritten sind, dass das Licht uns erreichen könnte. Das Licht der äußeren Welten. Oder eben halt 10 Millionen Mal auch, keine Ahnung, verloren geht. Weil hier noch ein Planet dazwischen, da noch ein Planet dazwischen, da noch eine Galaxie mit dazwischen. Kann ja auch sein, dass das da irgendwo hinter versteckt ist, ne? Das kann ja auch sein. Aber die Aufnahmen, die wir bisher von James Webb Teleskop gesehen haben, die sind denn ja auch schon interessant. Ja, die ganzen Galaxien, die ganzen Hintergrundsachen, die man damit ja sehen kann, was man vorher ja nicht so konnte. Man konnte schon relativ viel drauf sehen, das ist nun nicht. Aber jetzt diese Sachen, die man jetzt darauf sehen kann, sind dann eben halt noch interessanter, weil da sind wahrscheinlich auch tausende von Galaxien mit dabei, wo man dann so sagt, okay, ja, die haben wir noch gar nicht gesehen, die haben wir noch gar nicht auf dem Schirm gehabt bisher, weil die noch eigentlich zu weit weg sind. Und ja, das ist schon sehr interessant. So, ihr Lieben, jetzt will ich aber auch nicht weiter über das Universum reden. Wir haben schon einen ganzen Teil geschafft, 56%. So schnell geht das beim Labern. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.